Hallo zusammen, ich zeige euch ein ganz einfaches, leckeres Hummus. Das werdet ihr lieben. Es schmeckt so köstlich und geht rucki-zucki. Als allererstes nehmen wir Kichererbsen. Da könnt ihr Kichererbsen aus der Dose nehmen oder aus dem Glas, was euch lieber ist. Natürlich könnt ihr auch frische Kichererbsen nehmen. Diese weicht ihr dann von Abend ein und musst ihr dann natürlich am nächsten Tag kochen. Aber am schnellsten geht es einfach mit denen aus dem Glas oder aus der Dose. Insgesamt sind da 400 Gramm drin, Abtropfen habe ich 240. Und dann brauchen wir eine frische Zitrone, eine Knoblauchzehe, etwas kaltes Wasser, Pfeffer, Kreuzkümmel und natürlich Salz. Tahini ist auch ganz wichtig bei diesem Rezept, das darf nicht fehlen. Die genaue Zutatenliste, die folgt dann unten auf dem Video. Wir starten. Wir haben einen Hochleistungsmixer, in dem klappt das Rucki-Zucki mit dem Pürieren. Da wird es ganz, ganz schön cremig. Wir fügen zuerst die Zitrone hinein. Eine Zitrone haben wir ausgepresst. Dann das Wasser. Dann pressen wir die Knoblauchzehe. Es gibt einen leckeren Geschmack. Mixen wir erstmal die flüssigen Zutaten mit dem Knoblauch. Und jetzt folgen die restlichen Zutaten. Und zwar unsere Kichererbsen, welche wir schon kurz abgewaschen haben und das Wasser abtropfen haben lassen. Jetzt kommen 80 Gramm Tahini rein, die Sesampaste. Die findet ihr überall eigentlich, beim Edeka, beim türkischen Lebensmittelhandel. Jetzt kommt ein halbes Teelöffel Salz. So. Dann kommt Kreuzkümmel, einfach nur etwas Kreuzkümmel. So. Und zu guter Letzt Pfeffer. So, jetzt mixen wir das noch einmal zusammen. Perfekt, das war's. Jetzt holen wir mal einen Teller raus und schmecken es mal an. Sesampaste, der Hummus. Und zu guter Letzt noch ein Schluck Olivenöl, ein Klecks. Und jetzt testen wir mal. Perfekt. Köstlich. Fertig ist der Hummus. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich, wenn ihr auch meinen Kanal abonnieren würdet. Als nächstes folgt ein Fladenbrotrezept, was passend zum Hummus ist. Ja? Genau. Ganz vielen Dank. Tschüss.